Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, bitte nicht wundern, ich sage einmal vorweg, ich habe ein wenig Pollenallergie und ja, meine Nase, die ist total verstopft. Ich höre mich auch von der Stimme her etwas anders an und ja, bitte seid mir nicht böse, aber ich dachte mir, ich mache trotzdem mal wieder ein Video, denn es ist schon lange her und ja, wir fangen einfach mal an. Wir sind mitten in der Walpurgisnacht und ja, die ist schon seit gestern und die geht 2 Tage lang, nee, 3 Tage lang sogar, glaube ich, bis zum 1. Mai. Und ja, hier könnt ihr im Shop verschiedene Gegenstände finden von dem 20., nee, von dem 28. bis 2. Mai, genau, es sind sogar, glaube ich, 4 Tage. Ja, so viel dazu. Wenn ihr diese Gegenstände findet, dann ja, ich kann euch leider nicht zeigen, wie die aussehen, weil ich die selber leider nicht kenne. Aber wie gesagt, wenn ihr die findet, dann werdet da, denke ich mal, fündig geworden sein. Und wünsche ich euch viel Glück damit, mit diesen schönen Items. Und jetzt schauen wir mal weiter. Und zwar geht es heute darum, ich möchte euch einmal... Eigentlich wollte ich mit euch einmal hier die State-Punkte nochmal verteilen, aber leider hat mir das ganze System hier einen kleinen Streich gespielt und ich bin dann doch schon auf die Punkte gekommen, die ich kommen wollte, denn ich wollte mit euch eigentlich diesen Intuitionswert auf 18.000 bringen. Der war noch auf 17.000, aber leider ist er schon auf 18.000 gestiegen. Das wollte ich eigentlich mit euch heute machen, aber es ist auch gar nicht mal so schlimm. Ja, dann gucken wir uns noch mal an hier. Wir haben noch 2 Punkte, die habe ich noch aus dem Wochenturnier und 5 Donuts habe ich auch noch bekommen. Habe jetzt mittlerweile wieder 36 Donuts. Ist eine jede Menge, denn ich will ja sparen für ein neues Bankfach. Hier für das 5. Bankfach hier kostet 50 Donuts. Und dann schauen wir mal, da können wir wieder ein bisschen was sortieren. So, ihr habt schon gesehen. Wahrscheinlich, ich habe ja auch eine neue goldene Wurfwaffe. Die habe ich aus den Heldentaten bekommen. Da habe ich heute den Gegenstand rausbekommen hier. Können wir direkt mal mit ins Lager packen, wenn hier noch irgendwo Platz ist. Ja, hier haben wir noch einen Platz. Können wir direkt hier mal mit reinpacken. Wie ihr schon seht, habe ich hier auch schon wieder das nächste Kondi-Set am Start. Da müssen wir dann auch demnächst mal wieder gucken, dass wir... alles mal wieder ein bisschen upgraden hier und ein neues Kondi-Set erstellen. Das andere austauschen und das alte verkaufen. Hier fehlt noch Gadget-Modifikation, aber kommt dann früher oder später auch noch. Ja, dann habe ich noch eine Neuigkeit und zwar habe ich jetzt noch ein Set voll. Und zwar ist es hier die das Super Hero Liga Set. Da habe ich jetzt auch hier den Umhang von gefunden mit Slot direkt heute. Finde ich sehr, sehr nice und habe ich jetzt auch voll. Also an Bankfach 3 sind jetzt alle Sets komplett voll hier. Einmal das klischeehafte Heldenset. Da fehlt der Gürtel noch mit Slot und ja, hier fehlen auch noch 2 mit Slot. Aber das, ja, das Hero Super Hero Liga Set ist hier schon komplett mit Slots und ist auch schon quasi fast mit allem geupgradet hier mit den ganzen lila Modifikationen. So, ich habe ja noch eine lila Modifikation. Das ist leider nur für Schuhe. Müssen wir mal gucken, wo wir die reinbauen können. Ich würde ja mal behaupten oder sagen, was haben wir auf Seite 4? Seite 4 ist gar nicht so spannend. Wir gucken einfach mal auf Seite 3 nochmal. Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal ins Klischeehafte rein. Nehmen die Schuhe einfach mal kurz raus. Legen die an. Ja, ist schön. Weil ich möchte diese Modifikation jetzt nicht in meinen normalen Set reinbauen, weil die macht dann weniger. Und das stört mich einfach. Weil so habe ich nämlich mit dem Set auf jeden Fall mehr über 18.000 und das gefällt mir besser. Außer ich möchte ein anderes Set anlegen und möchte ein bisschen posen und angeben, dass ich hier diese Sets habe. Aber ihr seht es ja auch so. Ich muss auf jeden Fall mal gucken. Es wird dann Wochen geben demnächst,
wo ich dann wirklich sagen werde, ich werde mal wirklich hier mal eine Woche das Set anlegen und das andere Set anlegen und so weiter und so fort. Aber bisher bin ich da noch nicht so gekommen, weil ich auch wenig Zeit habe. Und auch so, wenn ich jetzt nicht wirklich groß spiele, dann brauche ich auch nicht unbedingt das Set anzulegen. Ja, so viel dazu. Dann gucken wir mal. Das habe ich, das habe ich. Joa, die goldene Waffe. Das Set hier, ich weiß nicht, ob wir das jemals benutzen werden. Wir werden es, glaube ich, auch nur aufheben dafür, dass ich es einfach habe. Und ja, ich werde es, glaube ich, auch nicht benutzen. Hier vom Casino habe ich auch noch ein paar Wurfwaffen bekommen. Und hier sind auch noch jede Menge Wurfwaffen. Hier haben wir sogar noch eine Modifikation für eine Waffe. Leider haben wir hier keine Waffen, die wir modifizieren können. Außer vielleicht, Moment, doch wir haben eine Waffe, die wir modifizieren können. Und zwar, nee, die hat leider keinen Slot. Hätte die einen Slot, dann wäre das super episch. Da hätte man nicht meckern können, aber leider kein Slot. Na gut. So, wie gesagt, dann werde ich bald auch die fünfte Seite hier freischalten. Da werden wir dann, denke ich mal, das feierliche Elfenmützen-Set mit reinpacken hier. Oder das feierliche Elfengewand, so heißt es wirklich. Und ja, da kommt dann noch das eine oder andere mit dazu, ne? Vielleicht Wurfwaffen oder sowas. Mal schauen, was wir da noch alles sammeln werden. Es gibt ja auch noch mehrere, es gibt noch mehrere Sets. Da müssen wir mal gucken, was da noch so zusammenkommt. So, ich werde gerade etwas heiser. Auch das noch zu dem Ganzen. Eine verstopfte Nase reicht ja noch nicht. Habe ich auch sehr mit zu kämpfen und mir geht es auch nicht gerade so gut, wie ihr hört. Aber nun gut, Konzentration fehlt auch ein bisschen, weil ich schon etwas müde bin. Bin jetzt etwas andere Zeiten gewohnt, nicht mehr so spät abends aufzunehmen. Aber ich nehme momentan schon wieder spät abends auf. Weil ich nämlich in letzter Zeit halt sehr früh aufstehe und ja, so ist dann der Takt ein bisschen raus, würde ich sagen. Nun gut, Valtyries Nacht habe ich euch nahegebracht soweit. Das ein und andere habe ich auch angesprochen. Wir können hier nochmal schnell einen PvP-Kampf mitnehmen und Ligakampf. Ja, können wir auch noch einen mitnehmen. Hoffe, dass ich den jetzt gewinne. Nee, Thronos ist auch schon etwas stärker geworden. Nun gut, Heldenversteck läuft auch soweit. Da baut schon wieder das eine oder andere aus. Also ich bin jetzt da so ein bisschen random unterwegs. Ich baue mal hier, mal da aus. Momentan bauen wir hier einmal das kybernetische Forschungslabor aus. Dauert auch noch 13 Stunden. Und einmal den Fitnessraum. Nee, Fitnessraum, den bauen wir gar nicht aus. Wir bauen noch die Roboterlagerhalle aus. Joa. Weil ich für den nächsten Bauplatz, da habe ich einfach zu wenig Ressourcen, da muss ich noch mehr sammeln. Und das dauert dann halt so alles so ein bisschen. Läppert sich so nach und nach halt quasi zusammen. Nun gut. Damit würde ich sagen, wären wir eigentlich am Ende schon wieder angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge so einigermaßen gefallen. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir uns dann demnächst wiedersehen zur nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.